Ja, es geht wieder los. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir machen heute weiter. Und zwar sind wir in Kirten. Wir haben in der letzten Folge die Arena in uns den zweiten Orden geholt. Und zwar den Wasserorden. Also du hast gerockt. Und wir machen heute... Ja, wir sollen heute noch Olivia treffen. Beziehungsweise Rose auch treffen. Die sitzen in dem Restaurant, was wir da haben. Und zwar hier. Da, wo die Jungs und Mädels davor stehen. So. Ah, Kev, komm, lass uns an Sieggebühren feiern. Ach, was? Dich hat er also auch eingeladen. Oh, Kartosch. Na wunderbar. Aber setzen wir doch erstmal. Kilton ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Da lege ich euch ans Herz, einer der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns. Im Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz gut. Wir grüßen uns, Professor Magnolika. Ich hoffe doch bestens. Ich habe Ihrer Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolikas Forschung über die Wunschsterne wäre das nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Ein Energiequellendetektor? Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten, also Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Galapartikeln Pokémon Dynamax werden können. Aber dass Professor Magnolika so frustriert ist, höre ich nicht gar nicht gerne. Nee, überhaupt nicht. Also ich würde ja alles tun, um ihr zu helfen. Sonja, du solltest unbedingt einmal die Schatzkammer von Claw City ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sanja Einlass gewährt wird. Verzeihen Sie mal drängenlos, aber Ihr nächster Termin wartet doch. Was? Schon? Aber ich habe auch gar keine Möglichkeit, mit Kämpfen zu sprechen. Na gut, nur so bedauerlich es auch ist, das lässt sich wohl nicht ändern. Es war mein Vergnügen. Also ich glaube, diese Olivia, die hat auf jeden Fall dick was hinter den Ohren. Fast dick was hinter den Ohren. Naja. So. Ich weiß ja, dass euch das gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer kriegt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du den Wasserordner kämpft hast. Glückwunsch. Kids besiegen ist garantiert kein Kinderspiel. Aber hier, nimm doch diese TM schnell von mir. Oh, TM 79, Heimzahlung. Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht solltest du, soll ich mal bei ihr vorbeischauen. Bis die Tage, Arena Challenger. Jo. Okay, als nächstes steht die Galamine 2. Nein, als nächstes steht wahrscheinlich wieder der gute Topf vor der Tür. Ah, oh, du hast jetzt die Pflanzen unter den Wasserorden. Als nächstes müssen wir Cabo besiegen. Den Arenaleiter von Engine City. Aber ich habe Bandai's Internet-Info über Arenaleiter Cabo für dich. Hier legt nämlich gerade in der Galamine 2 ein Sondertraining ein. Wenn Cabo nicht in seinem Stadion zieht es für das erste nichts auf Engine City. Komm, schauen wir nicht mal in der Mine 2 vorbei. Sondertraining ist genau mein Ding. Ja, das machen wir dann doch. Jetzt mal so tun, oder? Ich nicht, ne? So. Doch, eigentlich wollte ich in der Boutique mal nochmal. Ich würde vielleicht sogar umziehen. Hab ich gerade Cola genommen? Moment. Ich muss mal gerade gucken. Steht gar nicht hier da. Jedenfalls 45 Pokémon nochmal so gefangen. Ich guck gerade mal, wie viel wir Cola. Cola haben wir. Wir machen danach weiter mit der Mine 2. Jetzt müssen wir ja kein wild gewordenes Reis rausfangen. Wir haben 11.000. Ja, da kriegst du nicht viel. Dann müssen wir noch ein bisschen Kohle verdienen. Kohle. Okay, dann machen wir das erstmal. Dann machen wir das irgendwann in Ruhe. Also ich will nicht ständig mit dem gleichen Outfit rumrennen. Ich werde mir noch ein anderes holen. Na gut. Dann geht's heute weiter in dieser Mine 2. Ich erinnere mich noch, dass wir da in Pokémon Schwert tatsächlich Probleme hatten mit dem guten Reißlaus. Das werden wir heute nicht haben. Danach versuche ich einen zu fangen, wenn wir es kriegen.
Ich habe ja jetzt mal Superbälle eingekauft. So. Erstmal. Gute Nacht. Schlaf gut, wenn du kannst. Nein. Diesmal ist da einer. Jawohl, okay, dann nehmen wir das mal mit. Schlaf gut, kleines Reißlaus. So, gucken wir mal, Superbälle holen. Ja, Superbälle einfach nehmen. Weil ich möchte dieses Pokémon gerne fangen. Das hat ja so ein. Nein! Das war natürlich nicht beabsichtigt. Ja, ich weiß, dass es so richtig. So war es geplant. Dieses Pokémon haben. Komm her. Jawohl. Es gehört jetzt uns. Diesmal werden wir uns nicht ins Team nehmen. Sondern diesmal gehört es in die Box. Genauso wie Pitora. Dass ich mir damals ja gefangen habe. Ich weiß, dass du wahrscheinlich jetzt wegstirbst. Oh, vielleicht kriegen wir diese Aufnahme hin oder wir nächstes noch eine. Ja, na klar. So. Okay. Ach, Bettis. Ah, du schon wieder. Kämpfe gegen minderwertige Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen. Aber Schwächlinge will ich in ihre Schranken zuweisen. Das ist immer auch ein Akt der Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also, was sagst du, Schwächling? Dann, komm. Ich wurde von Liga-Präsident Rose persönlich auserwählt. Dass ich verliere, ist völlig undenkbar. Ja, ist ja nicht so, dass du in der ersten Galamine schon ein mitgekriegt hast. Na gut, mal gucken, was du jetzt für uns hast. Und zwar aber Monozyto. Damit hast du auch begonnen. Ich frage, wie viel hast du nur jetzt an Pokémon? Ja, 4. Na gut, dann fangen wir mal an mit der Samenbombe. Einmal drauf auf Monozyto. So. Zu viel Schock. Oh. Das ist weh. Ja, das war klar. Da ein Gigasauger. Ich weiß jetzt nicht, wechseln wir nach. So. Gerade Level 23. So, Molly Morba. Ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Gigasauger ist zumindest mal. Wie sie bekommen, um mir die ganzen KP zurückzuholen, dann kann ich Kufler noch ein bisschen im Kampf lassen. Nee. Dann wird wahrscheinlich jetzt gleich eine Zwischenstrahl oder so entkommen. Das war's für du. Ja, Zwischenschock. Okay. Okay. Dann gehen wir jetzt auf Geradax. Und einer. Gehörige Standpauke für dieses Molly Morba. So. Okay. Du gehst jetzt weiter mit. Ponita! Gala Ponita, das haben wir ja im Team gehabt in Schild. Und jetzt im Schwert nichts. Weil es hier einfach nicht gibt. Deswegen habe ich auch bewusst erst Schild gespielt. Und dachte mir, jetzt haust du auch Schwert hinterher. Mein Gott.
Ist das Bonita? Und mit Primova geht's dann ins Finale. So. So, dann haben wir jetzt Geralax kurz. Machen wir das Primova noch mal kurz aus dem Leben. Und tschüss. Und dann haben wir das erledigt. Ja, du hast ja ein bisschen Mühe gegeben. Also dachte ich mir, dass ich dich mal gewinne. Na schön, ich korrigiere. Natürlich bist du nicht. Dafür war ein Schwachkopf. Zu glauben, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest, ist reiner Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. So, jetzt habe ich ja wirklich Wichtiges zu tun. Mal sehen, ob ich als nächstes auf die Jagd nach Wunschern gehen. Der scheint wohl seine Arbeit ein bisschen zu ernst zu nehmen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Die Tränke mal raus, weil die brauchen wir eh nicht mehr. So. Okay, da haben wir nur Reißlaus, das ist ja wichtig gerade. Aber hier ist ein weiteres Pokémon, das wir noch nicht kennen. Und zwar ein Fünfstick. Und zwar die Galaform. Okay, und so hat sie wieder 5 Minuten. So, dann gehen wir mal drauf mit. Irgendwie ist das noch ein Tiefschlag drauf, okay. Dann heilen wir das erstmal. Geil. Geht ihr noch fangen? 5 Tiefschlag. Komm, bleib dabei. Natürlich nicht. Warum auch? Jawohl, jetzt gehört es uns. Und den einen nächsten neuen Trick, den wir kriegen. Ich will, wie gesagt, so viele Pokémon wie möglich fangen. Ich möchte ein bisschen was anderes machen als in. Du für mich die Toxin lernen. Ja, ich nehme jetzt erstmal Stachelspore raus. Weil ich habe ja meinen Toxelkanz, ja. Kann auch paralysieren zur Not. So, Erholung. Ne, aber nicht. Toxin ist immer gut. So, Flunschlick ist vom Boden, die Bodenstahl. So, und dann geht's jetzt hier weiter. Und zwar mit diesem Arbeiter hier. So, Waggon. Warte mal. Das ist doch nicht vom Typ Feuer, ne? Nein. Doch, ist es schon. Weil es neutral ist. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Das ist ja die Weiterentwicklung von Tomcat. Wir haben es tatsächlich in der Galamine 1 schon kurz gesehen. Da wollte ich es eigentlich fangen. Aber es ist mir dann doch irgendwie doch dafür vorhin gefahren. Sieht aus wie so eine Lore. So eine Minore. Aber unser Dudo räumt das hier gerade so ein bisschen durch. Das heißt, wir umnehmen mich mit. Diesmal ist es wirklich ein Item. 3 Finster. Cool. Moment. Ich frage mich hier.
Genau, alle drei habe ich noch nicht tatsächlich. Die möchte ich nicht alle drei noch schnell fangen. So, nehmen wir das mit. Oh, ist ein Live-Gesto. Aber es bleibt trotzdem nicht drin. Es bleibt trotzdem nicht drin. Ich hätte jetzt gedacht, okay, dann den haben wir jetzt ohne. Den sacken wir jetzt kurz mit einem Zug ein, aber irgendwie dann doch nicht. Na gut, dann kriegst du zusammen mit einer. Oh, du. Boah, spielst doch mit dem Scheiß. Mit der Schwächlingstaktik. Hm. Der Scheiß schützelt. Schützelt. So, Fassade. So, jetzt gehen wir rein. Diesmal nicht, okay. War jetzt der zweite im Let's Play erst. Also der Lucky Wurf. So, ist gefangen. In eine Pizza-Box, okay. Ich mir das hier das Schalellos. Mit dem Unterschied, dass ich diesmal dieses Schalellos nicht angreifen kann, glaube ich, das vom Typ Wasser oder Typ Bodenwasser ist. Nee. Das ist mir einfach wieder drauf, okay. Ja, nur für den Eintrag haben. Jo, Schalalos gehört uns. 24 für Vulpix. Ja, Licht möchtest du haben. Komm mal, nimm was mit. Ich habe nur einen Blattstein, ne? Ich habe keinen Feuerstein. Ich muss hier mal den Brüdern vorbei. Irgendwann noch mal in der. Vielleicht sogar hier noch eine Folge. Wissen wir noch nicht. Ich glaube, nach Cabo können wir es tatsächlich machen. Können wir tatsächlich schon wahrscheinlich die Spur weiterentwickeln zu Rubella. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. So, nehmen wir das mit. Arsch. Also, hopp. Gut, dann klingt jetzt neutral. Komm, weil die Pflanze Gift. Und auch dieses Bitora geht dann tatsächlich auf unser Konto. Dann können wir nicht weitermachen. So, 27 für Duflo und für Flecklion. So, einmal uns. So, eigentlich müssen wir sie alle haben, ne? Oh, ne, da ist noch ein FM. Das FM habe ich noch nicht. Die anderen beiden habe ich. Das FM möchte ich gerne mitnehmen. Das werde ich auch vorübergehend ins Team nehmen. Wer ist drin bleibt. Witzig. Dann nehme ich den Pizzaball. Flügelschlag. Na komm, dann gehst du halt mit dem Pizzaball drin, oder nicht? Und Luck ist wo? Der dritte. Drin. Ich brauch's nämlich nicht. So, dann haben wir sie alle. Hier ist noch ein Flunschlick. Hier passt ein bisschen aufpassen. Das sind Flunschlicks. Okay. Gastrodon, aber da kommen wir nicht ran.
Da kommen wir gerade nicht rein, weil wir noch nicht surfen können. Also die weil wir noch nicht die Dings haben. Das Update fürs Fahrrad haben. Das kriegen wir nicht als auf Route 9. Das dauert alles noch ein bisschen. Na gut, dann müssen wir es weitermachen. Diese Arbeiterin mit dem Kiesling hier. Genau. Sehr lange. So, einmal Samenbombe mit drauf. Jo, Kiesling ist weg. Und Praktibalk hast du noch. So, dann geht mal Fleckleon, damit es auch mal wieder was tun kann. So, Aquavelle. So, Steffi ist besiegt. Ja, ich vermute, dass wir sogar schon in der nächsten Folge in die Arena gehen können. Griffklauer, okay. Und hier steht Timiel. Ey, hast du eine Minute? Du nimmst doch an der Arena-Challenge teil, oder? Ah, Mann, ich da nicht der Arena-Challenger. Da schreit dann im Kopf. Hey, was ist denn hier los? Boah, geil. Ist das der Fanclub? Du bist ja bald zurück wie mein Bruder. Ey, sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade mit in einem tiefsinnigen Gespräch mit dem da. Ach, Platz war ab. Den zukünftigen Chef. Guter Witz. Nur schade, dass er nicht lustig war. Wenn das nicht lustig genug war, dann können wir gerne kämpfen. Meine mächtigen Trainer zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Lass uns am Kämpfen. Bist du bereit? Bist du dabei? Yes, Baby. Oh, eine gute Abreihung vom Bruder vom Champ persönlich. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, müssen wir es euch eben zeigen. Dann passt mal schön auf. Wir zeigen euch, wie hart es bei der Arena-Challenge zugeht. Was tun Sie, Knüllchen, einfach zusammen? Unser Plan war es doch, hier zu warten und einer Challenge nach dem anderen abzuzählen. Ja, die haben es tatsächlich vor, tatsächlich Mary den Weg frei zu machen, komplett. Naja, mal gucken. Es wäre ein bisschen interessanter, wenn sie nicht mal den gleichen Mist ins Team schicken würden, ins Rennen schicken würden. Nämlich Geradang und Gaunux. So, erstmal dieses Geradang vergiften. Kannst du mal aufpuffen mit mir? Duflo ist schon ein bisschen angeschlagen. Aber jetzt erstmal das Gift auf. Das Gute. Geradax und dann mich. Ja, greift doch ein bisschen. Ich sag ja, Wolli ist unnütz. Also es ist cool. Es ist ein cooles Pokémon an sich halt. Einfach von der Art her. Aber es ist vom Kampf her, Typ. Einfach unnütz. So, dann erstmal das Sufer wieder heilen. Also zumindest größtenteils. Oder einfach sogar. 160 reichen bringst du. Ja. Okay. Dann geht's auf Kohleaugen. Ey, da war warum auf mich die ganze Zeit? Geh auf das komische Volley und nerv mich nicht. Und wieder auf mich. Zack. Angriff, Verteidigung weg. Das hätten wir so früher machen können. So, Gaudos drauf. Nervst mich langsam ein bisschen. Ja, Schläger, pass auf Paralyse jetzt noch. So. Ich muss diesen Pokémon rausnehmen, also nervst mich ein bisschen. Boah, Alter. Naja. Nehmen erstmal dieses Gaunus auf dem Rennen. Tschüss Gaunus, tschüss Kleines. Ja, das Gift wird jetzt immer stärker bei Geradax. Da ist wohl noch Cleopatra dahinter, ja.
ich gebe mal was anderes als auf mich. So, tschüss Wolli. So, Geradax müsste in der nächsten Runde down sein. Ja, das Gift müsste es jetzt triggern. Genau, so ist es. Das ist Geradax. So, pam pam. Sollte für Kradius eigentlich nicht das größte Problem sein. Ja, wir haben doch ein bisschen mehr Gift drin. Nimm das Kranrit, genau, nimm das Pam Pam raus. Oh, weißt du nur so wenig? Okay. Nein, Flöcker kriegt er noch und dann ist er durch. Initiative, ne? Ja. So, Cleopatra. So, damit ist das auch weg. Nicht mehr lange, da dürfte unser Team tatsächlich schon einen Zuwachs bekommen. Auf der nächsten Route, wir haben die Route 5 schon weg. Die Route 6 gibt es tatsächlich das nächste Teammitglied. Aber dafür haben wir noch einen Orden vor uns. Das Gute ist, den können wir nämlich direkt in der nächsten Folge angehen. Weil wir Alien City ja schon erkundet haben. Vulpix, okay. Dann gehen wir mit 10 Kopfschuss auf. Oh, Pam Pam. Ja, das war nicht schwer. Level 22 für FM. So, dann haben wir das auch erledigt. Oh, check ich das erst. Dieser König ist der kleine Bruder des Champs. Hm, hätte ich doch so einen tollen großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht ihm jetzt schon keiner was vor. Ab durch die Mitte. Oh, das ist also meine Spitze. Aber kein Wunder, du bist ja mein Rivale. Auf den Kampf für jede Spur. Wo steckst du denn bloß? Da hilft nichts. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir tiefer in der Mine. Oh, ein Kamalm. Kamalm, das kennen wir ja aus der Arena. Die Frage ist, ob ich es gefangen bekomme direkt. Jetzt geht das mal auf. Ja, ich glaube, mit den Samen haben wir das letzte Mal auch weggesteckt. Ja, natürlich. Scheiße. Ja, das ist wieder von. Kriegen wir nochmal. Wir kriegen noch Möglichkeiten davon. Oh, 25 für Vulpix. Und es hat immer nur außer einer, ich habe noch keine Feuerattacke wirklich drauf. So, dann haben wir das auch weg. Okay. Hier ist kein Item. Hier ist nur ein Reißlaus. Das haben wir ja schon. Hier ist nur ein Flunschläg und da ist noch ein Item. Durch den Pudersand. Wir haben noch viel zu tun in dieser Arena, ne? Oh, hier, die Mine ist groß. Ne? Ist nicht ohne, definitiv nicht. Gut, da haben wir ja letztes Mal auch ein bisschen gebraucht. Manfred! Ich bin der Manfred. Eine Graute mal. So. Kickerbelge. Und tschüss. Kleines, was ist das? Und noch nichts hinterher. Ist auch alle Flor gefunden. Das Fressen für meinen. Du Flor. So, die ist auch weg. Für Kerada. Und Manfred ist besiegt. Und hier ist eine TM. Und zwar 49. Sandgrab.
Okay, dann nehmen wir die mit. Ja, wir haben schon über eine halbe Stunde jetzt gebraucht hier für diese Folge. Überall nur. Schlund, 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 Klick. Aber hier ist Hopp. Och, und Kabu. Okay, mit einem Waggon. Und dann haben wir ein Pokémon hier mal schon. Ah, Tim, ja, ich bin euch dafür, ja, dankbar dafür, dass ihr mir meinen Trainingsrand geht. Aber ein Waggon bei der Arbeit zu stören, ist völlig inakzeptabel. Und wir wollten es auch gar nicht stören. So ein riesiger Fan vom Waggon. Ja, der Stecken, Alter. Mit seinem Kampf gegen den Typen ist so Platz, mich weiter mit ihm zu streiten. Lass uns die Biege machen. Wenn sie wirklich Fans von Waggon wären, hätten sie sich von der Arbeit abgehalten. Gong! Hey, Kabu! Mann, wie die zwei Amt gefertigt haben. Einfach genial. So stelle ich meine Feuererinnerung, Alter, vor. Was? Ich? Hat nicht die Trikotnummer 187 oder so, ne? Ach Gott. Okay. Nee, kein Zusammenhang. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr müsst Hopp und Kev sein. Die mein Trainer, den Deal in eine Empfindung geschrieben hat. Ich wollte die Zeit, bis die ersten Challenger in meinen Stadion auftauchen, sinnvoll nutzen und habe hier noch ein wenig trainiert. Jeder Galamine 2 gibt es viele Pokémon, die dem Team Wasser gehören. Das ist der ideale Trainingsort für jemanden, der mich da Feuer-Pokémon spezialisiert ist. Hä? Na gut, er macht seine Feuer-Pokémon umso stärker halt, ne? Klar. Aber eigentlich hat er ja einen Nachteil damit. Aber es ist langsam spät. Wenn ihr Mine verlasst und geradeaus weitergeht, klärt ihr zurück nach Engine City. Quartiert euch dort im Hotel ein und ruht euch gut aus, damit ihr tapfer seid, wenn ihr gegen mich antretet. Und du solltest auch langsam umkehren, Waggon. Komm, ich bin nicht nach Hause. Go! Morgen halte ich euch ordentlich ein. Ja, morgen ist auf jeden Fall ein Stichwort. Ah, mein Bruder hat mir mal erzählt, dass sich viele Trainer an Cabo die Trainer Zähne ausbeißen und aus Frust die Arena wahrscheinlich hinschmeißen. Aber wir werden schon sehen, wer hier wem einheizt. Ja, mit unserem Feuerstarter sollte das eigentlich nicht das Problem werden. Jo, dann sind wir durch. Für heute auf jeden Fall. Oh, endlich raus. Das Waggon eben war bestimmt hier, um einen Pokéjob zu erledigen. Du weißt das Pokémon Jobs, oder? Nein. Dem muss man noch alles beibringen. Okay, na gut. Da muss wohl über der zukünftige Champ ran und dir alles erklären. Was behauptest du eigentlich, dass du ein zukünftiger Champ die ganze Zeit bist? Normalerweise bin ich das immer. Weil ich werde Champ, definitiv. Also, einen von denen, die uns als Notizheften schon ungefähr so erklärt. Und welche Firmen oder Leute suchen nach Pokémon, die bei der verschiedenen Arbeiten die sogenannten Pokéjobs oder die Arme greifen. Die Ausschreibung findest du bei Grotomina, jedem beliebigen Pokémon-Center. Okay, wo sieht Engine City? Warum nicht alle? Ich werde mich im Crossbow erstmal richtig schön aufs Ohr an. Schließlich steht morgen Feuerarena Leiter Kabu auf dem Plan. Ja, das würde ich sagen, machen wir dann auch. Wir sehen uns morgen wieder und dann geht's los mit dem Teil dieser Route hier. Und dann wird auch wahrscheinlich schon der Arena Leiter auf dem Plan stehen. Bis dann und tschüss bei Let's Play Pokémon Schwert.